Okay, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft Infinity und es ist wieder ein bisschen was passiert. Und ja, ich werde mal schauen. Musik ist richtig, okay. Ja, dann gucken wir mal. Ich habe gestreamt und auch ein bisschen was gemacht. Offscreen noch oder so. Oder in irgendwelchen Minecraft-Mix-Folgen oder sowas. Ja, und da bin ich jetzt hier ein bisschen zumindest vorangekommen mit dem Park auch hinten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst noch alles gemacht habe und was letzte Folge schon da war und was nicht. Also irgendwie bin ich mir da unsicher, aber das kann ich erstmal machen, genau. Ich glaube, das Häuschen hier, das stand schon, ne? Das müsste schon so auch fertig gewesen sein, oder? In den Folgen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich innen noch das gemacht, genau. Der Zaubertisch steht jetzt endlich hier und ist komplett einsatzbereit, was ich schon mal sehr gut finde, denn ja, da habe ich länger drauf hingearbeitet und jetzt ist es endlich mal hier fertig. Das hat mich nämlich genervt, dass ich damit einfach nicht fertig werde. Das musste irgendwie jetzt mal sein, ne? Und ja, sonst habe ich ja eigentlich gar nicht so viel gebaut. Also zum Beispiel hier hat sich jetzt eigentlich nichts getan. Was ich halt noch gemacht habe, ist hier ein paar Bäume gepflanzt und diesen Park hier noch ja, etwas verschönert. Paar Bänke hingestellt und so eine Lampe und ich möchte eben noch viel mehr Lampen und so hier anbringen in der Stadt und deswegen muss ich jetzt Glowstone farmen, was ich mir auch schon aufgeschrieben habe, wie man vorhin kurz gesehen hat auf dem Schild, ne? Und ja, deswegen machen wir das gleich und da werde ich ein bisschen ein Thema ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was gemacht habe offscreen. Ich guck gleich noch mal durch. Ich glaube, ich war noch in einem Dungeon oder so, oder? Letztes Mal war ich ja, glaube ich, noch unterwegs, ne? Da war ich ja Kühe farmen und so und war gar nicht so sehr hier zu Hause. Ja, stimmt, doch, da war ich am Ende noch da und bin heimgekommen gerade. Ja, und danach bin ich dann aber nochmal los wegen Zuckerrohr, musste ich noch sammeln für die ganzen Bücherregale. Und ja, jetzt habe ich das eben endlich fertig und habe auch eigentlich mein Inventar schon so weit entleert, dass ich los kann. Ich müsste aber mir nochmal ein paar Erdblöcke oder so mitnehmen, damit ich auch ja, besser hier mich rumstecken kann. Ja, bitte noch was. So. Und ja, dann gehen wir jetzt hier endlich mal los, würde ich sagen. Ich glaube, hinten am Portal und so habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Und ich habe hier oben mal diese komische Treppe abgerissen, ja, weil die hat mich genervt. Und hier ist jetzt endlich das Geländer, weil ich muss eigentlich auch nicht mehr da hoch. Und habe ich jetzt hier schon die Leiter hingebaut? Nee, okay, aber da steht ein Schild, dass ich das mal machen will, ne? Und das will ich eben bis übers Dach machen, damit man da endlich mal hochkommt. Ah ja, jetzt nutze ich erstmal das Portalhaus hier. Muss ja auch mal passieren. Und dann hole ich ein bisschen Zeug hier nach Hause, würde ich sagen. Ja, ich wollte eigentlich schon ein bisschen eher wieder aufnehmen, aber irgendwie komme ich in letzter Zeit. Was war das denn jetzt, Alter? Was war das denn für ein Gas-Sound? What the fuck, ey? Ja, in letzter Zeit komme ich gar nicht mehr dazu, so viel aufzunehmen. Oh, da ist schon wieder so ein Drache, Alter. Ich gehe mal lieber weg. Und das stört mich tatsächlich ein bisschen. Also, ich würde lieber öfter aufnehmen. Nicht nur Infinity, auch andere Projekte. Ich komme irgendwie in letzter Zeit generell selten dazu, was mich ein bisschen stört. Und ich hoffe, das ändert sich wieder, dass ich wieder etwas öfter hier was machen kann. So ist es nämlich jetzt aktuell so, dass ich hier immer 3 Videos an einem Tag aufnehme und dann mehrere Tage gar nichts, ne? Dann mal wieder so ein Video. Und dann habe ich irgendwie noch nicht genug Zeit gehabt, offscreen was zu machen. Deswegen muss ich dann wieder eine Woche warten, bis ich überhaupt wieder was aufnehmen kann. Und irgendwie ist das dann immer so, ne? Und dann schaffe ich es irgendwie parallel in allen Projekten, was offscreen zu machen. Und nehme dann wieder 3 Folgen am Stück auf, ne? Weil ich dann in allen Projekten eben ein bisschen Fortschritt habe, ne? Und ja, das ist echt komisch. Alter, what the fuck? Hä? Alter, ich mach gleich die Sounds aus, ey, wenn das so weitergeht. Warum sterben hier die Gas so komisch? Muss man das verstehen? Oder was ist jetzt hier Phase? Ich weiß es nicht, ne? Aber ich glaube, die Gas zerschießen ja auch Glowstone. Oh nein, Alter, ey, was ist denn nur? Jetzt kommt der echt noch hierher. Mann, geh weg. Habe ich einen Bogen? Natürlich nicht, ey. Warum nehme ich keinen Bogen mit? Ja. Ist eigentlich echt fahrlässig, muss man ja sagen. Ja, und ich wollte noch was ansprechen, und zwar, eigentlich hatte ich das Thema schon mal, aber Street hat sich's gewünscht, dass ich es nochmal anspreche. Und zwar Newcomer in der Musik. Haben es durch den Deutschrap. Ah ja, egal, ich habe ja Keep Inventory an. Haben es durch den Deutschrap eben immer schwieriger hochzukommen. Ja. Weil nur noch Deutschrap irgendwie, ja, berühmt wird oder so, ne? Und die Leute dafür gefeiert werden.
Und ja, das muss ich auf jeden Fall bestätigen. Ist halt sehr schade, diese Entwicklung, dass zum Beispiel Leute, die jetzt mal Musik machen wie, also normale Musik halt, ne, nenne ich es mal, ja, ordentliche Musik, dass die eben gar nicht mehr hochkommen, sondern immer nur dieser scheiß Deutschrap. Das geht halt irgendwie gar nicht. Und Alter, die Sounds hier gingen auch gar nicht, ey. Genauso hört sich Deutschrap in meinen Ohren an. Ey, wirklich. Ich weiß nicht. Das ist einfach nur Schmutz, muss ich sagen. Also wirklich, die meisten Sachen im Deutschrap, die kannst du dir einfach nicht anhören. Ne? Ich weiß nicht, also diese ganzen Apache und hier Mero und die ganze Scheiße, das geht einfach gar nicht. Ne? Und ich weiß, dass es nicht Apache ausgesprochen wird, aber mir ist egal, wie der wirklich ausgesprochen wird. Es tut halt nichts zur Sache, das ist alles nur Rotze. Und ja, es gibt nur noch so viele Deutschrapper, ne? Es kommen ständig wieder neue hoch, ne? Motzig, glaube auch, oder so ein Scheiß, ne? Habe ich mal gelesen. Dann hier, ja, was waren das noch alles, Alter? Ich weiß es nicht mehr. Auch diese ganzen hier, Trettmann, Gringo, ja, diese ganze Rotze. Ich verstehe es nicht, warum sowas immer gefeiert wird. So nichts aussagende Texte, wo man nichts mehr versteht, ne? Das ist eigentlich gar kein Deutsch mehr. Das ist einfach nur, eine Qual. Ey, das wird wirklich immer schlimmer, ja. Da ist Capital Bra ja noch nix, ne? Da sind ja die ganzen anderen erstmal die richtige Scheiße, ne? Und ich kann es mir einfach nicht mehr geben und es fuckt mich einfach immer mehr ab, wie Deutschrap hier groß wird und so, ja. Also ganz ehrlich, das ist einfach nicht mehr feierbar. Ja, am Anfang war es ja vielleicht noch lustig, aber mittlerweile ist es einfach nur noch Schmutz und gehört in den Müll. Ich hoffe wirklich, dass mal wieder irgendwas anderes hier rauskommt. Ey, das kann doch nicht mehr sein, dass nur noch sowas gefeiert wird, ey. Wirklich. Ich suche mittlerweile relativ lange immer nur noch nach irgendwelchen Songs, die man mal hören kann. Ja, es kommt nichts Vernünftiges mehr in den Charts. Und ich höre mir sowas nicht an. Nee, das mache ich nicht. Ich sträube mich gegen so eine Rotze, ey. Da höre ich mir lieber die ganze Zeit Musik von 2012 an. Das ist mir egal. Das ist alles viel geiler als das, ja. Ich gebe mir sowas nicht. Naja, aber zum Glück gibt es ja immer noch ein paar Songs zumindest, die ganz gut unterwegs sind, ne? Die auch den Stil von damals haben. Ich meine, komplett untergehen kann das ja nicht, ne? Das wäre ja komplett dumm, wenn jetzt ja gar keine normale Musik mehr käme, ne? Also auch mal Elektropop oder sowas, was früher in den Charts war, ne? Ich höre halt sowas viel, viel lieber. Ich meine, es gibt auch guten Deutschrap auf jeden Fall. Und den höre ich mir dann noch an, zum Beispiel von Seed, ne? Oder Sido. Also Seed hier so, ne? Die machen eigentlich ganz bündige Sachen. Und Sido ja auch, ne? Also das kann man sich dann geben. Manchmal kann man sich sogar Kollaborationen oder so anhören mit so Deutschrappern Monchi oder sowas, ne? Oder Capital Bra habe ich ja auch mal eine Kollaboration gehört von SDP, ne? Solche Sachen gehen dann noch. Also vor allem so SDP oder Deichkind auch, ne? Das sind noch Deutschrap-Sachen, die ich gerne höre, weil das ist zumindest noch ordentliche Musik vom Klang her und vom Text, ne? Da habe ich auch echt nichts dagegen und früher habe ich ja auch sowas gehört, in der Richtung. Oder hier auch die Atzen damals, ne? Das waren noch Zeiten, muss man sagen. Sowas habe ich halt auch gehört, aber das Ganze, was heute ist, das kannst du einfach nicht mehr damit vergleichen auch, ne? Das ist ja einfach nur noch Straßen-Gangster-Rap und was weiß ich, ne? Und irgendwie wird echt nur noch sowas gefeiert und in der ganzen Masse ist es halt komplett, ja, unmöglich für normale Musik noch hochzukommen. Ja, und das wird eben die ganze Zeit so bleiben, solange dieser Hype, da ist und die Nachfrage von den Leuten. Dann werden die Leute eben nur noch sowas machen und, eben als Rapper anfangen, als normaler Musiker, ne? Also ich nenne es jetzt mal normale Musik, weil das andere ist echt nicht mehr normal. Und, ja, keine Ahnung. Es ist halt echt ein bisschen sehr auffällig, wie sonst halt nichts mehr hochkommt und so, ne? Und ja, ich wundere mich manchmal. Es ist ein neuer Song von zum Beispiel hier. Wer ist es immer? Alan Walker, genau. Der macht neue Songs, ne? Die kommen gar nicht mehr weit hoch in den Charts, ne? Und auch andere Sachen kommen mittlerweile gar nicht mehr so hoch. Und also zum Beispiel von David Guetta kommt kaum noch was rein. Oder auch Ava Max oder so, ne? Mittlerweile nicht mehr so. Oder Seed auch selbst. Ja, viele Sachen kommen gar nicht mehr hoch, die gut sind, sondern nur noch so ein Scheiß.
Und ja, das wundert einen dann eben sehr. Und ich hoffe mal, dass sich das wieder ändert, ne? Dass auch mal bessere Sachen wieder erfolgreich werden. Es wäre sehr schön. Und ja, das Grab hier kann ich auch mal wieder aufstellen bei mir hinten, aber das machen wir später. Jetzt würde ich erstmal die Folge beenden. Bisschen was haben wir gefunden, sehr gut. Und dann tschüss. Ach so, und was ich noch sagen wollte, ich verstehe nicht, warum Dance Monkey auch so weit hochkommt. Also, das ist mir auch noch ein Wunder. Das ist halt übel erfolgreich und immer auf Platz 1, aber verstehe ich auch null. Also, keine Ahnung, was die Leute sich dabei denken, weil das halt übel nervt, das Lied. Keine Ahnung. Naja, dann jetzt aber wirklich tschüss.